So, willkommen da, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Wir müssen es jetzt irgendwie schaffen, hier rauszukommen. Der Auftrag lautet einfach nur entkommen Sie. War jetzt gar nicht so schlimm gerade mit dem Abhauen. Das ging eigentlich, klar. Ich guck mir jetzt nochmal diese scheiß Rezeption an. Hier müsste doch irgendwas sein. Nochmal. Irgendwas, was mich hier rausbringt. Mann, irgendwas muss hier doch sein. Ich habe nämlich keinen Bock, den Scheiß nochmal zu machen. Aha. Lol. Yep. Ich drücke jetzt einfach an einer Tour E. Ach so, hoch. Okay. Wir machen hier einen auf Free Climber oder was? Komm, Ripley, kämpf dich hoch. Wow, 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 wow. Ja, ist egal. Weiter, kämpfen. Einfach nur nach oben schauen. Da ist der Schacht. Alter. Du schaffst es. Halt dich fest. Du schaffst es. Ich dachte, ich muss die Leiter aufheben und irgendwo anbringen. Ich hätte die Leiter bei mir im Leben nicht gesehen. Ohne Witz, ey. Ich muss mir Medikit reinhauen. Medikit. Und rein damit. Jetzt aber weg hier. Wir schaffen das. Wir schaffen das, Ripley. Halt durch. Rumpel kann uns gar nichts. Okay. Okay, ich mag das, wenn es linear ist, weil da muss ich nicht die Map aufmachen, prüfen, wo ich lang muss. Oh, diese Stille gerade. Und ab nach unten. Also dieses Elektroschocker-Zeug finde ich ganz geil, wenn ich ehrlich bin. Ich würde das aber gerne mal gegen Menschen ausprobieren. Ich alter Sadist. Mich würde es übrigens freuen, wenn ihr mir mal so ein bisschen in die Comments haut, wie ihr es bisher findet. Unterstützt mich, ja. Seid mit dabei. Ich habe da echt nichts gegen, wenn ich in den Comments merke, okay, ihr seid mit am Start und einfach nicht nur eine neutrale Klickanzahl. Man hat dann irgendwie eine ganz andere Bindung zu euch, als wenn ich einfach nur irgendwie einen Daumen sehe. Ich freue mich immer total über Comments. Nur so als Tipp. Seid bei mir dabei. Wir haben es geschafft, Freunde. Oh Gott, ey. Krass. Krasses Spiel bisher. Also ich finde es mega heftig, wie es so mit den menschlichen Ängsten spielt. Erstmal ein Schluss. Ja, ein Schluss, genau. Ein Schluck Wasser aus einer namenlosen Firma. Mit Medium-Kohlensäure möchte ich betonen. Weil das ist lecker. Menge registriert, Mama. Ab in den Anus. Finden Sie einen alternativen Fahrstuhl? Sehr gerne. Das Ding ist nur, wer versteckt die Sachen immer? Ich muss immer nur finden. Muss doch einer durchs Level rennen, die ganzen Sachen von mir verstecken. Boah, das sind mal dicke Stromkabel, Freunde. Da liegt was. Munition, nehmen wir mit. Wie viel habe ich mittlerweile? Können wir mal nachladen, oder? Ja, ich möchte gerne mehr Schuss haben. Ich muss jeden Schuss einzeln nachladen. Und reicht es, wenn ich gedrückt halte? Aha! Gedrückt halten ist das Zauberwort. Was nicht passt. Aber ihr wisst, was ich meine. Und so. Hier geht es runter. Da liegt nichts mehr. Da liegt wohl was. Ich habe mein Inventar voll. Kann ich noch was bauen? Molotow-Cocktail. Einfach, weil ich es kann. Bauen. Und hepp. Da fehlt ein Teil. Speichern, speichern, speichern. Speichern. Ich liebe es zu speichern.
Ja. Wenn die jetzt kommen, ist das ein bisschen doof, weil ich habe jetzt erst gespeichert. Oh nö, das war jetzt echt so ziemlich der beschissenste Zeitpunkt zu speichern, den ich mir hätte ausruhen können. Ich bin so speichergeil. Okay, die Jungs haben anscheinend doch kein Interesse mehr an mir. Wow! Alter, ihr könnt doch hier nicht schießen, dann kommt das Alien. Ihr habt's so gewollt, Freunde. Ja, macht ihn mal. In den Anus, auf Wiedersehen. Nein! Scheiße. Das lief echt krass drauf. So, jetzt hoffe ich, dass der Speicherpunkt nicht so ist, dass ich jetzt hier nicht weitermachen kann, weil dann instant wieder die Schießerei anfängt. Mal gucken. Wir werden es jetzt herausfinden. Okay, die dürfen mich nicht entdecken. Das wird ja wohl irgendwie funktionieren. Also, das Gerät brauche ich. Schauen wir doch mal. Wie haben die mich gerade bitte gesehen? Das wüsste ich jetzt echt gern. Wo sind wir überhaupt? Wir sind irgendwo und haben den Auftrag, was zu finden. Machen wir das doch mal. Wenn du Vieh jetzt da rauskommst, ne? Dann knallt's. Ich gehe einfach mal in den Lüftungsschacht. So. Mitnehmen und rein. Hopp. Flupp, rein da. Ohne Gleitgel direkt in den Todespopo aus Metall. Licht aus. Ihr habt ein ganz anderes Problem, Freunde, als Bewegung. Das kann ich euch aber sagen. Technikerausbildung. Moin. Warum habe ich diesen Auftrag nochmal angenommen? Keine Ahnung. Weil du nicht mit fucking Aliens gerechnet hast? Nope. Jetzt hört man Geräusche in den Lüftungsschächten. Nope. Kuckuck. Kuckuck. Okay. Serious Business. Wir gehen einfach mal hier runter. Ich hab was gehört. Ja, da war nix. Da war gar nichts. Du hast auch was gehört. Ach du Scheiße. Gut. Schauen wir uns doch mal hier unten um. Eigentlich brauchen wir die Lampe nicht, aber ich will die jetzt leer machen, damit ich eine volle drin habe. Das ist so ein persönliches Ding. Ist es hier? Oh Gott. Das ist der Albtraum schlechthin. Moment mal, mit E wechsle ich ja den... Ne, mit R wechsle ich das Stockwerk. Okay, dann werde ich nicht angezeigt. Das ist auch geil. Ach komm, wir schauen uns das an. Wir haben gerade gespeichert. Was soll's? Uhu. Wir werden bald schlafen müssen. Ich pack das nicht viel länger. Ja, ich weiß. Schrott. Schrott bringt nichts. Moment, ich kann nicht immer die Sachen liegen lassen, sonst krieg ich wieder auf den Sack. Medikit. Basteln. Ich glaube, ich mache jetzt erstmal echt viele Medikits, weil... Ne, aus Gründen. So. Dafür kann ich keine Mun machen. EMP-Mine brauche ich, finde ich persönlich. Da kann ich nichts verbauen, schade. Das musste wahrscheinlich geschehen, aber es war deine Idee, nicht Rauchgranate, Geräuschmacher. Ja, komm. Ihr hört im Hintergrund bei mir Bido Bido. Die Minions sind auf Einsatz. Bindemittel, sehr gut. Ladungspack. Und noch mehr Schrott. Ja, hier ist ja voll das Bastlers Paradise, ey. Es ist nur die Frage, führt das zu was oder bin ich hier einfach nur zum... Moment. Kann ich das bedienen? Das sieht so anders aus als die anderen Teile. Nee, kann ich nicht, schade. Gehen wir doch mal wieder rein in die Ecke hier und schauen uns rechts um. Auf keinen Fall. Hä? Okay, Eingang weiter hier.
Dieser Gang? Den habe ich gesucht. Ich wollte hier direkt hingehen. Ich habe nur so getan. Schauen wir mal, ob es hier weitergeht. Ja, sehr gut. Ach, das war jetzt ein unfreiwilliges Crack-Hit. Ja, kennt ihr das? Unglaublich schlimm. Hallo? Hopp. Lass dich nicht stören, mein Freund. Ich bin direkt wieder weg. Ich fühle mich gerade total sneaky. Wo sind wir denn hier? Observationsbereich. Geräusche in den Lüftungsschichten. Okay. Observieren wir mal. Was haben wir denn hier? Ah, ich kann die quasi von oben jetzt anschauen. Nur die Frage ist, was bringt mir das? Toll, ich kann mir die jetzt angucken. Was habe ich davon? Weißt du, das ist die Frage. Na, wir gehen mal wieder geduckt. Ich scheine echt Lautstärke zu machen, wenn ich aufrecht gehe. Ich bin gerade einfach nur happy, dass wenn wir jetzt sterben, das im Prinzip gar nicht schlimm ist, weil wir hier direkt in der Nähe starten. Aber ich will ja irgendwas finden. Ich will ja Progress. Ist hier jemand? Hallo? Ah, da geht's weiter anscheinend. Okay. Haben wir hier noch was? Oh, eine Karte. Nehmen. Ich wusste, dass das Gehalt für diesen Auftrag zu gut war, um wahr zu sein. Wir gehen mal unter den Tisch und gucken uns die Karte an. Hat sich da jetzt irgendwas dran verändert? Ich wechsle mal das Stockwerk. Ja, da habe ich was dazu bekommen. Komponentenlager, das wäre doch eigentlich am sinnvollsten, oder? Gucken wir mal in den Computer rein. Na komm. Was steht denn hier Feines drin? Infos, Audio, Zubehör. Hören wir uns mal an. Ich habe mir Ihren Bericht über die Weyland-Yutani-Androiden und Ihre Vorschläge zur Verbesserung der Hiwis angesehen. Ich weiß Ihre Bemühungen sehr zu schätzen, aber Sie müssen verstehen, dass wir uns in verschiedenen Welten bewegen. Ihre ist voll von Hochrechnungen und Schätzungen. Meine verfügt über eine Vorstandsetage und 8000 Dollar Anzüge. Alter, das läuft auf Folgendes. Ich will aufstehen, Mann. Ich muss mich ums Geld kümmern, mein Freund. Ich habe Sie angestellt, weil Sie am günstigsten waren, nicht am besten. Finden Sie einen Weg, die Kosten zu senken, okay? Dann zum Ende. Darum geht's immer, ne? Kosten senken. Komme, was wolle. Ganz schön schrecklich, wie? Ja, in der Tat. Da ist eine Speicherstation. Wie konnte ich die übersehen? Die gönnen wir uns jetzt, Freunde. Die gönnen wir uns jetzt. So. Und gib ihm. Also hier in dem Bereich sind die schon ein bisschen fairer, muss ich sagen. Das, muss man dem Spiel ja lassen. Auf Terminal zugreifen. Was haben wir denn hier Feines drin? Private, TV, Geschwaffel. Okay, Fehler. Lagerinventar. Bla. Bla. Ein EA-Fehler, wie geil ist das denn? Derjenige, der unser Sims-Let's Play gesehen hat, der wird wissen, was ein EA ist. Das ist nämlich ein ganz spezieller Fehler. Sehr gut, dass er auch in diesem Spiel hier Einzug gefunden hat. So, mein Ziel ist es jetzt zum Komponentenlager zu kommen. Indem ich geradeaus gehe und die zweite links gehe. Mach auf. Danke. Sehr freundlich. Oh, guck mal, wie schön hell das auf einmal dann wird, ne? Richtig cool. Echt geil gemacht. So, den Raum können wir uns ja auch mal kurz angucken. Schadet ja hoffentlich nicht. Oh, sehr gut, das ist Medikit-Zubehör. Das auch. Ja, Rumpel macht da seine Dinge. Lesefehler, freigeben. Audio, VIP-Besuch. Smythe, haben Sie Ihren Text für die VIP-Besucher heute gelernt? Wir müssen Eindruck schinden. Man hört Gerüchte, dass das die letzten...
für eine Ladung Sevastopol-Heavys sind. Falls die sich für Weyland-Yutani-Schrott entscheiden, stehen die uns von Sixen zugeteilten Jobs auf der Erde auf dem Spiel. Dann geigen sie das nicht. Spedding Ende. Geil, wie sieht's denn hier aus? Mega gut. Ja, es hätte ja so einfach sein können, ne? Einfach draufdrücken, man kommt rein. Finden Sie einen Weg, den Bedarfsandroiden einzuschalten? Okay, ist er denn freundlich oder was? Oh, Alter. Moin. Junge, Junge, Junge. Okay. Noch eine Speicherstation. Jetzt schmeißen sie aber damit um sich. Aber gut, das nehme ich natürlich dankend an. Und sag da nicht nein. Dass wir hier gerade rauskommen sehen. Benutzen. Oh geil. Ich habe meinen Zugangsgenerator gepimpt. Sehr cool. Ausweiskarte nehmen wir mit. Hast du was dabei? Schrott, Taschenlampen und Impfpistole. Kann ich jetzt direkt nochmal speichern? Okay, die Dinge haben anscheinend so eine Art Cooldown. Das müsste ich mir doch eigentlich merken können, oder? Verschaffen Sie sich Zugang. Finden Sie einen Weg, den Bedarfsandroiden einzuschalten. Ja, was jetzt? Zugang oder... Ich mache einfach beides. Ich würde gerne mal zwischenspeichern, sonst verchecke ich das wieder, wo die scheiß Dingens da liegt. Vor allem, wenn ich dann eine neue Session anfange. Ihr kennt das bestimmt, die unter euch, die auch Videos machen. Wenn ihr in der Aufnahmesession seid und macht und tut und macht und tut und dann irgendwann ist halt so eine Session mal vorbei, ja? Und dann setzt ihr euch das nächste Mal dran und sitzt erstmal so wieder vor, ja, vor so einem leeren Projekt, sag ich mal. Ich mache das häufig, dass ich mir dann nochmal die letzte Folge anschaue. Aber es hilft auch nicht immer, weil man nicht wieder richtig reinkommt. Deswegen muss ich sowas gut merken. Ich schreibe mir das jetzt gleich wieder auf, dass ich das Ding einsammeln muss. Da ist nochmal ein Gang. Ich guck mal, ob ich mit meinem gepimpten Teil da jetzt schon was ausrichten kann. Das wäre natürlich mega. Und wenn es nicht geht, dann geht es halt nicht. Ne, ich muss den Strom wiederherstellen. Alles klar. Aber den Strom, Freunde, den stellen wir das nächste Mal wieder her. Ich denke mal, wir hatten ordentlich Spaß heute zusammen. Und dann sehen wir uns das nächste Mal.